Ein Brief und ein paar löchrige Lederfetzen? Das ist alles? Schauen wir uns den Brief doch erstmal an, bevor wir maßlos enttäuscht sind. Es muss bestimmt etwas Wichtiges drinstehen. Adressiert ist er an den Kardinal Coubertin in Paris. Geschrieben offensichtlich von einem gewissen Bernard. Nun lesen Sie schon endlich vor. An seine hochwürdigste Eminenz, Kardinal Coubertin. Ich bin sehr erleichtert zu lesen, dass mein verschlüsseltes Schreiben euch in Paris erreicht hat. Ihr werdet meine Vorsicht verstehen, wenn ihr das Schreiben in seiner Gänze dekodiert habt. Denn dieser Bericht in den falschen Händen könnte leicht jene im Glauben erschüttern, deren Herz auch nur dem geringsten Zweifel Heimstatt bietet. Und wie schnell dies unsere Gesellschaft in ihren Grundfesten erschüttern und in ein nie gekanntes Tohuwabohu führen könnte, wird euch schon nach wenigen Zeilen bewusst werden. Für dieses Schreiben und die beiliegenden Lochmasken werde ich daher aus Gründen der Sicherheit nicht unseren vertrauten Boten zu euch schicken, sondern meine geliebte Schwester Elise. Ich möchte euch aufs Dringlichste ersuchen, diesen Brief und die Lochmasken in eurem geheimen Archiv auf eurem Anwesen sicher zu verwahren. Ihr wisst, Zandonas Einfluss ist gewaltig. Und wir werden jeden nur erdenklichen Beweis für seine Frevel benötigen, um ihn vor das Inquisitionsgericht zu bringen. Ihr haltet nun mit diesen Lochmasken den Schlüssel in euren Händen, der euch dazu befähigen wird, die durch eine schicksalhafte Fügung in meinen Besitz gelangten Pläne von Zandona und seiner Puritas Cordis-Sekte zu dekodieren. Wenn ihr die Lochmasken auf die Pergamente legt, die der Bote euch vor 10 Tagen überbracht hat, werdet ihr des ganzen Ausmaßes der Katastrophe gewahr werden. In seinem blinden Handeln ohne Maß hat der Gatineau dem Tode geweiht, einen Untergang der Stadt in den ewigen Flammen der Verdammnis prophezeit. Und ihr wisst, was das bedeutet. Eine ganze Stadt, er will eine ganze Stadt auslöschen, sieht sich als Richter und Henker unseres allmächtigen Herrn. Und das ist nur der Anfang. Mein vorangegangenes Schreiben wird euch die uns bevorstehenden Schrecken offenbaren. All jene schrecklichen Pläne Zandonas und seiner Gemeinschaft Puritas Cordis, die er im Namen Gottes um sich geschart hat, sein frevelnd Wort als jenes unseres allmächtigen Herrn in die Welt hinauszutragen. Ich hoffe, mein Wissen wird euch veranlassen, die geeigneten Maßnahmen in die Wege zu leiten, um das Schlimmste noch abwenden zu können. Ich schreibe euch diese Zeilen in höchster Sorge um mein eigenes Leben, aber auch in der Gewissheit, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Möge der Herr meiner geliebten Schwester die Kraft geben, diese Zeilen rechtzeitig und unbeschadet zu überbringen. Gott schütze uns und stehe uns in diesen schweren Stunden bei. Euer ergebener Diener Bernard. Okay, jetzt mal kurze Pause, damit ich das richtig verstehe. Zandona und Puritas Cordis haben Gatineau abgefackelt? Ja, sieht so aus. Und warum? Ich meine, wo steckt der tiefere Sinn dahinter? Vermutlich wollte er ein Exempel statuieren. Ein Exempel an all jenen, die seinen Worten nicht ausreichend Beachtung schenken. Also hat er sich irgendwelche Prophezeiungen aus den Fingern gesogen und diese dann in die Tat umgesetzt? Hört sich in der Tat so an. Und Bernard hat zusammen mit Kardinal Coubertin versucht, Zandona und seiner Puritas Cordis-Sekte Einhalt zu gebieten. Ja, scheint so. Doch da Elise nie in Paris angekommen ist und der Kardinal dementsprechend auch die Beweise gegen Zandona nie erhalten hat... Okay, so weit, so schlecht. Aber die Geschichte ist mehr als 350 Jahre her. Was hat das alles mit dem Hier und Jetzt zu tun? Ich gehe davon aus, dass die Sekte Puritas Cordis entweder über all die Jahrhunderte im Geheimen weiter existent war und aus irgendwelchen Gründen jetzt wieder verstärkt in Aktion tritt, oder... Oder? Oder sie wurde erneut gegründet. Wie auch immer. Was hat das mit unserer jetzigen Situation zu tun und der Flutwelle? Nicht zu vergessen der von Elise angedeuteten Apokalypse. Ich vermute, dass man es damals geschafft hat, dem Treiben von Zandona doch ein Ende zu bereiten und die Apokalypse zu verhindern. Vermutlich, sonst würden wir hier wohl nicht stehen. Eben. Und genau daran könnte die heutige Puritas Cordis auch was ändern wollen. Indem sie Zandonas Pläne von damals wieder aufgreifen und versuchen... Und versuchen, sie dieses Mal bis zu Ende zu bringen. Genau. Oh,
Und dieses Ende? Wie soll das aussehen? Ich gehe davon aus, dass die Antwort auf diese Frage in Paris liegt. Bei diesem Coubertin? Ja. Und Sie meinen, die Pläne von Sandona, die Bruder Bernard nach Paris geschickt hat, existieren vielleicht noch? In genau diesem von Bernard erwähnten geheimen Archiv? Warum nicht? Und zusammen mit den hier gefundenen Lochmasken hätten wir dann vielleicht die Möglichkeit, über die nächsten Schritte von Puritas Cordis informiert zu sein? Und entsprechende Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Okay. Worauf warten wir dann noch? Nach Paris? Klar, die Frage ist nur, wo genau sollen wir diese Dokumente suchen? Paris ist groß. Bernard schreibt doch, dass sich das Versteck auf dem Anwesen des Kardinals befinden soll. Und dieses Anwesen zu finden, kann ja wohl nicht so schwer sein. Ja, dann nichts wie los. Oh, wie ich sehe, sind Sie aufgewacht. Wo bin ich hier? Sie sind in Sicherheit. Machen Sie sich keine Sorgen. In Sicherheit? Wie definiert sich diese Sicherheit? Durch die Gitterstäbe? Bin ich sicher vor Ihnen? Ihre Fragen müssen warten. Erst einmal würden wir gerne ein paar Dinge wissen. Mein Mitarbeiter hat ein Foto bei Ihnen gefunden. Und zufällig war er als Barkeeper auf dem gleichen Schiff wie die junge Dame auf diesem Foto. Wer ist sie? Das geht Sie gar nichts an. Ich will hier raus. Aber, ganz ruhig. Ich glaube, Sie verkennen ein wenig die Situation. Schauen Sie, mein Mitarbeiter hat eine Waffe. Sie hingegen haben keine. Und noch ein wichtiger Punkt. Mein Mitarbeiter wird Sie ganz einfach über den Haufen schießen, wenn Sie unsere Nerven zu sehr strapazieren. Sind jetzt alle Unklarheiten beseitigt? Ja, ich denke schon. Gut. Wir wollen Ihnen ja gar nichts tun. Ganz im Gegenteil, wir wollen Ihnen helfen. Aber dafür erwarten wir auch ein wenig Hilfe von Ihnen. Also, wer ist die Dame auf dem Foto? Meine Ex-Freundin. Name? Nina Kalenko. Aber warum wollen Sie das wissen? Worum geht es eigentlich? Na. Wer stellt hier die Fragen? Gut, Ihre Freundin hat anscheinend ein ähnliches Problem wie Sie. Sie hat noch nicht verstanden, wer hier die Regeln bestimmt. Wir würden gerne wissen, wo genau sie sich derzeit aufhält und was sie als nächstes tun will. Nina? Woher soll ich das wissen? Haben Sie denn immer noch nicht verstanden? Okay, also nochmal. Entweder Sie sagen uns, was wir wissen wollen, oder aber... Oder was? Oder wir müssen ohne Ihre Hilfe auskommen. Aber dann wird es schmerzhaft für Sie und für Ihre Ex-Freundin. Sie sehen, die Entscheidung liegt ganz bei Ihnen. Ich habe jetzt ein paar wichtige Dinge zu erledigen, die keinen Aufschub dulden. Aber ich werde bald zurück sein und es wäre wirklich sehr schade, wenn Sie sich bis dahin nicht für etwas mehr Kooperation entscheiden würden. Schade für Sie und schade um Frau Kalenko. Das soll das unglaublich geheime Archiv von Kardinal Coubertin sein, das wir suchen? Es muss die richtige Spur sein. Wir werden dieses Archiv finden. Wir dürfen einfach nicht versagen. Hallo? Hören Sie mir zu? Ja, klar. Und? Hier werden wir ja wohl nicht mehr viel finden, oder? Ich bin mir sicher, dass wir hier richtig sind. Wir müssen hier einfach richtig sein. Sie sehen aber schon, dass hier nur noch ein paar Grundmauern stehen, oder? Ja, aber dieser Ort entspricht haargenau der Beschreibung. Es muss also... Also, was machen wir jetzt? Wenn ich das mal wüsste, eine bessere Idee? Nein, vermutlich nicht. Wir müssen es zumindest versuchen. Eine Alternative gibt es ja wohl nicht. Kommen Sie mit? Danke, aber dann bleibe ich lieber hier und schaue mich noch etwas um. Keine Ahnung wonach, aber bevor ich Ihnen beim Studieren von lateinischen Schriften hilflos über die Schulter schauen muss... Ja, vielleicht haben Sie recht. Ich kann zwar beim besten Willen nichts entdecken, was wir hier übersehen haben könnten, aber sicher ist sicher. Wir treffen uns dann hier? Gut, wünschen Sie mir Glück. Wir brauchen es jetzt dringender als jemals zuvor. Mach ich. Ich wünsche Ihnen alles Glück dieser Erde. Danke, Ihnen auch. Vielleicht finden Sie ja tatsächlich was. Bis später. So, dann will ich mir die Ruine noch mal genauer anschauen.